Yes, yes, ja. Okay, Leute, die Greatest. So, schönen guten Tag, willkommen zurück zum Kunstgalerie. Wer das Bonusvideo gesehen hat, weiß ja, dass wir da letztens ein bisschen rumgealbert haben und es nicht wirklich zu Ende gebracht haben. Darum sind wir euch das auf jeden Fall schuldig und haben es hiermit nachgeholt. Ich komme auch direkt zum Tutorial, ohne euch lange hier aufzuhalten. Erster Schritt, Pre-Planning. Was haben wir geholt? Wir haben Spionagekameras geholt. Sind nicht Pflicht, aber sind schon nützlich, sage ich mal. Man kann es aber auch wirklich ohne schaffen. Ihr habt jetzt im Video, wo wir die halt platzieren. Wir platzieren einen in Halle A, einen in Halle B, einen in Halle D. Genau. So, haben wir das gemacht. Mehr kaufen wir nicht. Jetzt gibt es diesen Roof Access, den kann ich euch nicht empfehlen. Da stellt Bane einen LKW da bei der Ablieferungszone der Bilder, sage ich mal. Da könnt ihr dann halt von dort auch auf dem Dach klettern, aber das ist wirklich nicht notwendig. Kommen wir zum Reinkommen jetzt, also Schritt 1. Wir kommen mal in die Galerie. Ich gehe ganz normal über die Toilette rechts. Ein ganz normales Schloss, leicht zu knacken. Und der Abo nimmt die Spiraltreppe nach oben aufs Dach und gibt mir alle möglichen Informationen, die ich brauche, um dort unten gut zu agieren. Haben wir das hinter uns gebracht, sind wir schon mal drinne. Kommen wir zum Kameraraum. Das ist der nächste Schritt. Der Kameraraum ist immer in der Mitte von der Kunstgalerie. Und die einzigen Wände, die an diesen Kameraraum andocken, sind von Halle A, von Halle C und Halle E. Das sind die Möglichkeiten, wo die Tür zum Kameraraum sein kann. Je nachdem passen wir uns dann an. Ich sag mal, wenn er in Halle E ist, kann ich von der Toilette schnell dahin kommen. Halle C ist auch noch möglich, aber kann schon schwierig werden. Ist auch bei Halle A, da gehe ich meistens übers Dach und dann springe ich runter. Je nachdem, wenn es da Möglichkeit gibt, runterzuspringen, springe ich da runter und dann mache ich dann halt bei Halle A den Kameraraum. Haben wir das dann soweit hinbekommen, dann läuft das dann alles soweit gut. Kommen wir zu den Bildern. Die Bilder sind ganz simpel. Ein Sticker dran, könnt ihr mitnehmen. Keiner, könnt ihr nicht mitnehmen. Hier sind zwei Bilder, einmal mit und einmal ohne Sticker. Daran könnt ihr euch orientieren und das war es dann auch schon. Ihr müsst auf Todesmut mindestens 6 klauen. Wir haben 8 geklaut, weil auch nicht mehr da waren. Ich weiß nicht, ob diese Zahl variiert. Je nachdem müsst ihr dann gucken. Wir haben mehr als 8 also nicht gefunden. So, haben wir die Bilder jetzt fertig. Jetzt kommt das einzige schwierige. Muss man gucken halt, ne? Auf jeden Fall. Jetzt haben wir die Bilder, jetzt müssen wir die loswerden. Eine Möglichkeit ist es, je nachdem, welche Halle ihr seid und wo die Laserschranken sind, bin ich nämlich gar nicht zu sprechen gekommen. Die Laserschranken müsst ihr aufpassen. Das sind Schranken, da könnt ihr nicht durch, die könnt ihr nicht ausschalten. Die einzige Möglichkeit, wo sich diese Laserschranken ausschalten, ist, wenn eine Wache durchläuft. Aber ich sag mal, mit einem Bild auf dem Rücken, eine Wache läuft durch das Tor, durch die Laserschranken, dann noch da durchzukommen, ist eigentlich unmöglich. So gesehen müsst ihr an diesen Schranken vorbeispielen. Bei uns waren sie, glaube ich, ich glaube, von Halle C zu D waren, glaube ich, bei uns Laserschranken. Und je nachdem mussten wir da oben spielen. Haben wir aber auch ganz gut hinbekommen. So gesehen, Schranken da, heißt es, ihr kommt da nicht durch. Versucht es auch erst gar nicht. So, eine Möglichkeit ist es halt, je nachdem, wo die Schranken sind, laufen wir entweder zur Lobby oder zur Toilette. Zur Lobby komme ich jetzt zu sprechen. Die Lobby steht meistens einer Theke, einem Informationsschalter und den müsst ihr ausschalten. Achtet aber darauf, dass vorne keiner steht. Wenn ihr einen Mitspieler habt, der kann da vom Dachfenster runterschauen und kann euch sagen, der Typ einer Informationsschalter, der steht alleine, kannst du ausschalten, dann macht ihr das. Ihr könnt dann halt, nachdem ihr ihn ausgeschaltet habt, Pager beantwortet habt, ihn eingepackt habt, könnt ihr dann halt zum Vordertür gehen, die Vordertür knacken und dann ihn irgendwo dort entsorgen. Die Vordertür offen alarmiert keinen. Aber achtet drauf, weil da kommen immer wieder, auch nachdem ihr den Typen ausgeschaltet habt, kommen da immer wieder Wachen und patrouillieren halt da ganz normal. So, das ist dann halt der Lobbyweg. Der andere Weg ist dann die Toilette, die ist dann meistens eh offen, halt dann nur auf Wachen achten. Ich setze das immer voraus, dass ihr automatisch auf Wachen achtet. Ich kann jetzt nicht jedes Mal sagen, achtet auf Wachen. Das ist ja so gesehen so ein Pflichtschritt. So haben wir das gemacht. Gibt es die eine andere Möglichkeit, die seht ihr hier bei uns später auch in der Mission, dass wir halt Taschen, Bilder hochwerfen. Ich werfe sie hoch zum Abo, der Abo fängt sie auf und so gesehen haben wir ein Bild gesichert. Aber dafür braucht ihr im Vollstreckerbaum Tier 1 unten rechts Packesel. Wenn ihr das einmal skillt, könnt ihr Taschen schneller, also ihr seid nicht so stark beeinflusst, wenn ihr Taschen trägt, ihr seid nicht so langsam. Aber wenn ihr das Ace, so gesehen nochmal skillt, könnt ihr Taschen 50% weiter werfen, egal welche Tasche. So gesehen konnte ich die Bilder immer schön hoch zum Abo werfen, er konnte die fangen, war eigentlich ganz cool. Und das wäre dann so gesehen unser Plan C, sagen wir mal, haben wir genutzt. So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und wir hören uns. Ciao.
The Great Sid von Abu Alma. Live für euch. Gesungen, gerappt. Nur hier auf VG Mag. Er kann sich auch nicht sicher sein, ob er sich sieht oder nicht. Ist der Kameraraum nicht hier? Nein. Wo ist dieser? Kameraraum ist hier in der Mitte, Halle C. Kann man runter? Nein. Nee. Wo kann man denn runter? Innen. Ja, auch nicht. Wo? Ja, hier, Halle E. Hier kannst du runter, direkt daneben. YOLO. Wack, du YOLO. Da kommt, ist echt der eine kommt. Kamera. Warum? Ja, würde ich gerne mal sehen. Das ist der Mischszene. Da kommt noch einer, du bist Sandwich gemacht. Dann komm. Ja, wechselt euch ab. Habt ihr Raum gewechselt, ihr Homos? Wie schwuckel es? Geh du mal in den Raum, den mag ich nicht. Great. So much for the camera alarm. Yeah, all good. Everything is okay. You know protocol. No, boy. Siehst du irgendwo, ich hab hier einen Sticker. Machst du mir mal das Fenster auf, wo... Genau, da machst du das Fenster mal auf. Ah, ich hab's gefangen. Die Bosse, Alter. Tu irgendwo hin, wo man es auf dem Dach noch nicht sofort sieht oder so. Ich muss hier kurz einen Wachwart abwarten. Eine Wackmane. Sonst siehst du irgendwo einen Sticker? Siehst du in den Wänden Sticker vielleicht? Dann nicht. Ne, hier ist gar kein Sticker mehr. Hier sind Laserschranken. Oh. Er wird mich sehen. Ne, sieht er nicht. Im nächsten Raum, wo ich bin, unter mir ist ein Sticker. Ja, ich muss gerade die beiden Wachmänner abwarten. Nein. Ja. Na, er wartet dort natürlich. Und da gebe ich ihn einen linken. Nein, Richter war das. Täuschungsmanöver. Du sagst links, gibst rechts. Ja, Mann. Alles Tricks. Ah, sind zwei Sticker sind hier. Wow. Hätte mich was gesehen. Hier wird ein bisschen schwieriger zu werfen. Ich glaube, hier geht nicht, oder? Doch, wir versuchen es. Nein! Wie ist das denn passiert, Alter? Keine Ahnung. Ja, dann nimm du, ich nimm du das andere Stickerbild. Das ist hier. Da kommt er, der kommt. So, jetzt müssen wir hier irgendwie... Da kommen wir nicht raus. Warum nicht? Da sind Schranken, Laserschranken. Nee. Ich bleib trotzdem raus. Oder, warte mal, wollen wir die erstmal hier hin tun und wir versuchen, dass wir rauskommen, dann eine wirft dann wieder? Ja, oder ich versuche einfach jetzt rauszukommen. Ja, okay. Aber du weißt, Lobby-Typ ist da und so, ich komme mit dir mit. Das war hier kein Sticker. So, kein Sticker.
Ah, das. So. Rechts sind auch zwei. Guck hinter uns. Einer kommt von Lobby. Keep it low. Da kommt noch einer von Lobby. Ist er nicht deren Ernst? Ja, du musst ihn, glaube ich, ausschalten. Oh, ich häng fest. Okay. Ich hol mal aus Halle A die ganzen Bilder. Da ist ein Wachmann. Na, er steht dort jetzt. Geh wieder aufs Dach. Na was? Bei mir ist das immer so verzögert. Bei mir bist du noch voll weit weg, darum werfe ich. Und dann siehst du, wie du so vorläufst und dann zurück. Soll ich das eine Bild noch runterwerfen? Mann. Warte. Muss aber aufs Dach, da oben ist noch ein Bild. Alle! Hä? Ja. Von so einer Pupsi-Mauer runtergesprungen. Nö! Von der Mauer? Ja. Schön, ne? Hallo Präsident Obama. Ja, weil ich hab schon Knöchelverletzung, weißt du. Lass dich nie wieder verletzen. Whoop. Da ist einer in der Lobby. Oh. Ich schmeiß dir das Bild runter. So, ich muss mal alle eh nach Bildern checken. Da sind schon mal keine Stickers. Da ist ein Sticker. Alle eh sind keine Sticker. Doch, doch, da habe ich einen schon gesehen. Erste Halle. Ja, Halle E. Wo hast du da denn eins gesehen, ne? Ich glaube, ich bin am Arsch. Ja. Das ist richtig. Kommst du klar? Ja. Sofern da eine nicht jetzt links von mir kommt. Okay. Die sehen, glaube ich, meinen Dings. Ne, die sehen dich. Wen sehen die? Ja, ich war das. Ich war das. Ich muss ihn einmal rüberbringen. Vier Stück in Halle E. Wow. Versuch dir mal jetzt gleich ein paar Bilder hochzuwerfen. Warte. Oder kommt Wachmann? Halle E hat vier Bilder, das ist ja echt Checkpot da.
Halle A ist leer, Halle B ist leer, Halle C ist auch gleich leer. Eine Halle C ist schon leer. Halle D und E weiß ich nicht. Alle eh ein Bild, habe ich gesehen. Aber du hast doch gerade von. Oder war das D mit vier Bildern? Ich hab nichts mit vier Bildern Oh, gesehen. hier ist ein Wachmann gekommen. Oh shit. Genau der. Ich werfe jetzt, oder? Ja. Nee, nee, da kommen zu viele Wachmänner da. Oh. Das war knapp. Das war echt knapp. Er hat immer noch Fragezeichen. Er wird sich von diesem Schock nie erholen, so weißt du. Oh. Von links kommt keiner. Ich schmeiße jetzt. Nochmal bitte. Entschuldigung. Warte Oh. mal. Ich schmeiße jetzt. Was, da ist einer. Weiß. Ja, ich kann nicht durchlassen. Ah. Warum treffe ich denn nicht mehr? Jetzt aber, komm. Nein. Hier. Ich spring mal hoch beim Ding. Geht die Glocken. Der war gut, aber ich habe konnte nicht. Yes. Muss hier raus. Komm mal über die Toilette Richtung Halle E. Ja, ich spring mal die zwei Bilder weg, egal was passiert. Oder nur was? Ey, willst du mich jetzt verarschen, Mann? Wo bist du denn? Auf dem Dach oder unten? Am Parkplatz. Ja, Leute. Wer mitgezählt hat, kriegt Payday 2 von mir. Maul, Beziehungsweise, wer mitgezählt hat, schreibt in die Kommentare, kriegt Payday 2 von dem Abo. Das war das T-Shirt von dir. Du weißt, wenn du noch einmal down gehst, was passiert, ne? Nein. Weiß ich, Ja, kommst du aber in den Knast? ich sehe alles schwarz-weiß. Ja, weil du in Warte den mal, Knast ich kommst. spring mal nochmal hier runter. Die kleine Mauer. Geht außen rum. Aber das ist doch voll hängen geblieben, Digga. Guck mal. Was hast du überhaupt für ein Dingskill, Alter? Wie viel Energie ich hab, nachdem du mich wiederbelebst. Bei mir bist du halt voll, wenn ich dich wiederbelebe. Gib mal her. Ja. Halt voll. Sei mal froh, dass du noch lebst. So, hier sind noch Stickers. Und keine Stickers. Sind hier Stickers? Waren Halle D-Stickers? Erinnerst du dich? Ja, kann doch nicht sein, dass es nur sieben Bilder sind. Naja. Nein, nein! Ja, Leute, ich, Leute, ja. so geht das, wenn man gern rumhüpft wie ein Frosch. Oh Mann, ey, ich will noch alle D checken, aber ich mach das von oben. Mach doch. Kannst du mir ein bisschen über die Schulter schauen? Vielleicht kann ich eine Geisel nehmen. Lol. Lol. So Leute, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit. Wir checken jetzt die Bilder. Da ist kein Sticker. Da ist auch kein Sticker. Da ein Nee, Sticker. keine Da ist auch mehr. kein Was soll das Quatsch? Da ist auch kein Sticker. Hier ist ein Sticker, jawohl. Oh, ja, da ist wirklich ein Sticker. Was soll das Quatsch? Hol mir den. Ist da vielleicht noch ein Sticker? Da ist keins. Hier ist auch keins. Auf die Fräsen. Ja, das ist So, schon, das ist das also schon letzte klar. Bild. Ich Das ist meine, aber ich schon ein weiß gar bisschen nicht. belegt, ne?
8 Bilder. Das wäre so voll schwer. Was soll das, Quatsch? Aber echt, ja. Er kommt natürlich auf Toilette, Mann. Komm, ich boxe dich an. Ich boxe dich. Pam! Pam! Er dachte sich so, soll ich jetzt kacken gehen? Oh nein, das ist doch nicht mehr. Ach, die machen jetzt das letzte Bild so lange, machen sie. Natürlich sind beim letzten Bild so drei Leute direkt. Die wissen so, ey, das ist das letzte Foto mit Sticker, Jungs, wir machen irgendwas falsch. So, alle vier sind da in dem Opa. Ey, der kommt jetzt auch noch in Halle, ich drehe am Rad. Mir auch gerade ein bisschen doof, hör ich gesagt. Mach's mir gerade gemütlich in Jail. Ach, warum sind denn jetzt so viele bei dem letzten Bild, Mann? Scheiße, Mann. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der eine da noch in der Lobby ist. Da, guck mal, der eine guckt sich. Geht er jetzt einfach rechts? Geht er jetzt einfach rechts? Nein, das ist viel zu gefährlich. Ich habe nicht genug Deckungsmöglichkeiten da. Du hast nicht genug Eier in der Hose, Mann. Ist gut, sagt derjenige, der im Knast ist. Ja, weil ich dreimal runtergefallen bin. Juhu, Alter. Na und? Leute, immer. Wie gesagt, wenn ihr mitgezählt habt, ne? Schmeckt. Jetzt sind da zwei. Da ist der. Der andere ist auch irgendwo da. Ich weiß, dass da noch ein. Ich mach's jetzt einfach. Wo war das Sticker? Tschüss. Ja, 8 Bilder, schon ein bisschen billig. You know, Protocol. Ja, Leute, das war's. Ich finde die Folge gut und das hat mir Spaß gemacht. Yay, Punkt, Schamameckt. Wow, 87.000 EP. Der Abo, der drückt mich auch weiter. Oh, sorry. Immer links nehmen, Leute. Nein, ich meine Mitte. Nein, ich meine links. Na, Mitte.